Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie in Wien. Hallo, Caddy. Da ist der Prater. Wir gehen gleich mal los. Suchen uns einen Bäcker, weil das Frühstück hier kostet 11,50 Euro oder was? 11,20 Euro? Irgendein Krummerpreis war das so. Und das machen wir nicht. Weil man weiß nicht, was man dafür kriegt. Alter, jetzt läufst du ja 11 Minuten quer durch Wien, willst zum Bäcker, navigierst dahin, damit du dich auch nicht verläufst. Ja, das Bild passt, wir haben den gefunden. Das ist ein Lost Place, Alter. Mit Öffnungszeiten aktuell da drin, das ist doch voll zum Kotzen. Mann. Dafür, dass er so lange braucht, fragst du dich, ne? Meckern. Ja, Entschuldigung, aber 4 Scheiben Käse auf dem Brötchen legen dauert doch keine 20 Minuten. Hier schon. Da sind wir wieder. Also, Marktlücke für mich auf jeden Fall. Ich mache in Wien einen Bäcker auf. So viele Leute, die rausgekommen sind und nichts in der Hand hatten und gesagt haben, ja, die haben nichts mehr, die haben nichts mehr. Und die hatten noch 3 Stunden auf. Wir sind jetzt nochmal auf dem Platz. Ich wollte jetzt den schnellen Rundgang mit euch machen. Das Video ist so ein Kokolores, ne? Wir haben aber noch VIP-Karten. Wir fahren nochmal Eisberg, weil es so cool war und so lustig. Da nehme ich euch jetzt aber nicht mit. Jetzt gucke ich einfach nur mal Fotos mit der Kamera, die da drin ist. Come on.
Wahnsinnsbahn. Genial. Wir waren jetzt am Sonntag noch mal kurz am Prater. Also kurz ist gut, es war kürzer geplant, als es jetzt gedauert hat. Aber egal, es hat sich gelohnt. Noch eine Sache zu unserem Parkplatz hier vorne direkt. Das Ganze ist in der Kurzparkzone und die ist ungültig am Samstag und Sonntag. Wir sind Samstag und Sonntag jetzt hier. Ansonsten ist das nur Kurzparkzone. Ich finde das, ich verstehe es nämlich gar nicht. Das ist ziemlich blöd gemacht hier in Wien. Die Kurzparkzone fährst du, irgendwann fährst du rein, dann steht es da. Aber es steht nicht an allen Straßen. Also es war für uns jetzt nicht ersichtlich, dass man da nur Kurzparkzone hat. Der Alex hatte auf dem Handy nochmal nachgeguckt, der kennt sich ja aus, der wohnt ja hier. Und hat uns das nochmal rausgesucht gehabt. Das ist also für Touristen ziemlich kacke gemacht. Und hier beim Parkhaus kannst du auch nicht von außen sehen, was das jetzt kostet. Bist du reingefahren? Das finde ich halt auch nicht so cool. Also wir haben mehr Glück als Verstand gehabt, dass unsere Straße nicht zu dieser Kurzparkzone gehört. Keine Ahnung. So, wir machen es jetzt aber auch, denn wir müssen jetzt noch zum Phantasialand-Erlebnispark Straßwaldchen. Da haben wir jetzt quasi ein Pflichttermin, wenn wir in Österreich sind. Aber wir machen noch mehr in Österreich. Die jetzt Phantasialand genau machen, weiß ich nicht, aber wir sollen vorbeikommen. Was ich ja auch selber in den News-Videos erzählt habe, ist ja unten in Graz oder bei Graz ist ja auch so ein Pop-Up-Freizeitpark, wo die ein Teil österreichischer Schausteller momentan aufgebaut hat. Da fahren wir jetzt nicht hin, das wäre nochmal 2 Stunden nach unten. Das passt halt nicht so wirklich in unser Zeitplan insgesamt. Also es gibt keinen großen Plan, aber in dieses Gesamtkonzept passt es nicht so gut rein. Es steht für mich auch kein Count da und ja, für ein paar Karussells fahre ich jetzt nicht 2 Stunden nochmal runter und dann wieder mehrere Stunden hoch. Das passt halt nicht. Hätten wir gemacht, wenn jetzt in Österreich mal diese ganzen Alpine-Coaster auf hätten. Haben sie aber nicht, also fällt das halt leider weg. Aber ihr macht das da. Wenn ihr hier aus der Nähe kommt, dann fahrt ihr da mal hin. Ist das geil. Wenn ihr hinterm Schein Penalty macht, dann sieht er noch keiner. So, wir sind angekommen im Phantasialand Erlebnispark Straßwaldchen. Richtig geile Pax-Achterbahn, also wirklich cool. Und hier gibt es auch so allgemein ziemlich viele coole Sachen. Ich weiß gar nicht, was ich euch jetzt gleich zeige. Ich rufe jetzt erstmal an, dass wir da sind. Das soll ich mir nicht machen. Und was dann geht, seht ihr eventuell in diesem Video. Als erstes sind wir jetzt die Oldtimer-Was? Weiß ich nicht. SBF Oldtimerbahn gefahren und Upgrade, die beste SBF Oldtimerbahn von der Gestaltung her. Und ein Upgrade im Dark Ride Part und einem neuen Emascore Soundtrack, der sehr ins Ohr geht, à la It's a Small World. Aber das seht ihr jetzt auch in dem Video.
So Leute, wir sind noch im Phantasiana Erlebnispark Schwarzwaldchen. Der Park hat jetzt schon geschlossen. Wir gehen jetzt auch. Wir waren aber oben im Büro und wir saßen gerade um ein Modell herum. Projekt 2021. Ihr habt bei Imascore schon Snippet von der Musik gehört. Wir haben den Q-Line-Song gerade komplett gehört und wir haben um ein Modell gesessen. Es wird der absolute Wahnsinn, was Phantasiana hier wieder bauen. Es ist wirklich mehr als State of the Art. Es wird richtig, richtig krass. Ihr müsst nächstes Jahr hinkommen, plant das auf jeden Fall schon mal ein. Klar, damit sind die Pizza in Österreich. Aber jetzt sind wir eigentlich falsch, ne? Ja, du hast die Salami. Ja. Die hat die falsch gesagt. Ja, weil es so schön nochmal, ich habe das gerade schon mal erzählt, aber die Kamera war noch, also die hat sich automatisch falsch eingestellt. Wir waren mit den Dudes vom Phantasiana gerade noch Pizza essen. Das ist. Jetzt ist schon echt spät, schon lange nach Parkschluss. Projekt 2021, habe ich gerade erzählt, wird der Wahnsinn. Ultra krass. Wie viele Superlativen hatten wir? Du hast sie alle drauf. Non plus ultra, zukunftsweisend, ultimativ, state of the art. Faust aufs Auge. Das macht, was habe ich gesagt? Das macht ein anderer kleiner Freizeitpark so schnell nicht nach. Das macht kein kleiner Freizeitpark nach. Das wird richtig krass, das... Unfassbar. Was habe ich noch alles gerade rausgehauen? Da boxt der Babs im Kettenhemd und hast du nicht gesehen. Das ist natürlich jetzt maximal unlustig, das alles nochmal zu wiederholen. Wir waren jetzt gerade noch duschen auf dem Campingplatz. Da war aber keiner mehr, mit dem wir hätten fragen können oder Geld geben können. Als Dank dafür oder allgemein. Haben wir nur kalt geduscht oder was? Gab es nur eine kalte Dusche. War jetzt nicht schön, aber duschen war schön, weil heute war wieder warm. In Wien waren es 34 Grad. Also vorgestern fing es an, richtig heiß zu werden. Vorher hatten wir auf der Tour, auf Holzklopfen, Glück. Da war es ja bei uns in der Hut schon heiß. Hier ging es noch. Wir waren ja auch in den Bergen, ne? Ja, sind wir auch in den Bergen. Es ist immer kühl auch. Aber hier ist jetzt auch, jetzt gerade hat es abgehört, weil Gewitter ist. Es regnet extremst. Wir haben noch eine Dreiviertelstunde bis zum nächsten Ziel. Da fahren wir jetzt aber nicht weiter hin. Wir stehen jetzt mitten im Wald auf so einem Wanderparkplatz. Und Nebelschwaden auf der Straße, wie im Horrorfilm. Und halt voll am Plästern und... da das anstrengend und uncool ist, fahren wir jetzt einfach nicht weiter und pennen jetzt hier und ich zeige euch morgen früh, wie das Ganze hier aussieht und uns auch, weil wir wissen ja auch nicht, wie das hier aussieht. Ja, wir wissen auch nicht, wie es aussieht. Tschüss.